Ich hätte eine Nullfolge am besten visualisiert. Ich mache auch Gegenbeispiele. Nehmen wir mal drei Pakete. Ihr wandert so umher und ihr seht jetzt hier, da geht das Paket ab nach oben, divergiert offensichtlich diese Folge. Nehmen wir einfach mal AN ist gleich, ich denke es mir jetzt aus, muss jetzt nicht genau passen, nur vom Prinzip her, n hoch 3 plus 2n Quadrat. Dann nehmen wir eine Folge, man sieht es vielleicht schon, offensichtlich konvergiert die Folge bei 2. Auch hier denke ich mir wieder irgendwas aus, muss auch wieder nicht unbedingt passen, irgendwie sowas. Und dann jetzt entsprechend, vielleicht sieht man schon offensichtlich auf der Höhe 0, diese Folge konvergiert offensichtlich zum Grenzwert 0 und das wäre entsprechend eine Nullfolge an gleich, ja, 1 durch, mir irgendwas ausdenken, n Quadrat plus 1, was auch immer. Wenn ihr jetzt mal eben überlegt, Limes jeweils entsprechend n gegen unendlich, schaue also nach rechts, im Kopfe große Werte eingesetzt, das Paket wächst bis ins Unendliche weiter, das heißt, davon haben wir keinen Grenzwert, es geht ab nach oben, hier das Paket Limes n gegen unendlich für diese Folge. Hier unten setze ich etwas ein, was immer größer wird. N hoch 2, 2 hoch 2, 10 hoch 2, 1000 hoch 2. Das ganze Paket wird immer größer. 1 durch etwas immer größer werdendes nimmt den Wert 0 an, 2 minus 0. Hier haben wir offensichtlich gleich einen Grenzwert und dieser Grenzwert ist dann entsprechend 2. Und dasselbe Spielchen hier jetzt, Limes n gegen unendlich für die Folge. Wird immer größer, plus 1 spielt schon fast keine Rolle mehr, weil das so schnell dann hinterher dann wächst oder größer wird. Und 1 durch etwas immer größer werdendes komplett nimmt den Wert 0 an und dann hätten wir entsprechend hier eine Nullfolge.